Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis und Spanien und unserer fast schon fertigen Welteroberung, wenn wir uns mal hier das Weltreich anschauen. Na gut, vielleicht etwas übertrieben, aber wir sind auf gutem Weg. Auf alle Fälle, wir haben hier gelbe Bereiche, wir haben hier angefangen oben zu besiedeln. Hier haben wir gelbe Bereiche, hier haben wir gelbe Bereiche, hier unten haben wir ganz viele gelbe Bereiche. Hier auch und hier auch in der Mitte. Dann mit Australien haben wir angefangen zu besiedeln. Ja, ich meine, da ist noch viel vor uns, aber es sieht doch schon mal relativ gut aus, würde ich sagen. Ja, was machen wir heute? Das ist die Frage. Wahrscheinlich werden wir wieder Krieg führen. Relativ viel andere Optionen bleiben nicht mehr. Wir können auf alle Fälle Staaten begründen. Ich bin noch nicht so ganz schlau aus der Anzeige hier geworden. Da steht zum Beispiel Alenteo 4-4, Apulion 3-3. Heißt das, dort haben wir schon die maximale Anzahl an Staaten gemacht. Wenn ich mich hier durchklicke, dann gehe ich jetzt zum Beispiel hier von Lissabon. Jetzt klicke ich nochmal, komme ich plötzlich hier rüber nach Rhodos und klapper hier quasi, weil ich hier Lissabon gar nicht drin sehe. Ich klapper hier sämtliche Provinzen ab und kann mich dann entscheiden, ob ich dort Staaten begründe. Wir machen das mal in unserem eigenen Reich. Jetzt sind wir in Neapel drüben. Hier zum Beispiel Tolosa. Jetzt machen wir da mal einen Start von 0,31 auf 1,59. Die Frage ist, geht das jetzt weg oder nicht? Wir lassen mal ein bisschen Zeit vergehen. Nö, offenbar noch nicht. Hallo, Vendros! Es gibt pro Staat x Provinzen. Die Zahl sagt nur, dass du schon alle Provinzen von dem Staat hast. Aber das heißt ja jetzt quasi, wir können, keine Ahnung, 20 Städte ausheben. Kann das sein? Hallo, Hawk. Oder lese ich die Anzeige hier? Und wieso steht da unten Make State Too Many? Seltsam. Ich klicke nochmal hier. Jetzt machen wir zum Beispiel hier drüben. Auf Rhodos können wir jetzt auch einen Staat erstellen. Dann bekommen wir wieder mehr Geld von dem Staat. So. Aber die Frage ist, ändert sich hier in der Anzeige was? Da tut sich irgendwie gar nichts. Wir machen jetzt einfach mal so viele Staaten, wie es gerade geht. Ich sehe da jetzt auch keinen Nachteil, wenn wir die machen. Wir bekommen immer mehr Kohle, wenn wir die verstaatlichen. Nicht verstaatlichen, aber zu Staaten. Was ist die Mehrzahl von Staaten? Wenn wir mehr Staaten machen. Dann machen wir das jetzt einfach für alle. Oh, jetzt ist weg. Jetzt ist plötzlich weg. Wieso auch immer. Wir haben offenbar jetzt wieder irgendwie das Maximum an möglichen Staaten erreicht. Ich frage mich gerade, ob man das hier irgendwo sehen kann. Ah, hier zum Beispiel 23 Staaten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da fange ich ja gar nicht erst an, hier die Anzeige zu lesen. Heieiei, okay, wir können also 23 Staaten erstellen. Wir haben offenbar jetzt 23 erstellt. Und die Meldung hier oben ist weg, also wird das alles sein Gutes haben. Dann Kernprovinzen müssen wir auf alle Fälle noch jede Menge machen. Ah, das heißt, uns gehen die administrativen Punkte wieder mal flöten. Das ist richtig, richtig schlecht. Wir können Missionen auswählen. Hat sich da was geändert? Türkische Flottenüberlegenheit, Stützpunkt auf den Gewürzinseln und erobert Auvergne. Wir schauen mal, wo das liegt. Auvergne. Ne? Oh, in Frankreich. Ja, ist auch nicht schlecht. Frankreich, ich habe ja letztes Mal gemeint, dass wir vielleicht hier Frankreich etwas verkleinern, dass wir uns hier nach oben vorarbeiten. Aber wenn ich das hier so sehe, die Gewürzinseln sind ja offenbar auch eine
eine lukrative Einnahmequelle. Makassar. Makassar. Da müssen wir halt dann wirklich weit mit dem Schiff fahren. Waren die nicht letztes Mal hier drüben? Oder sind das alles hier Gewürzinseln? Also die Aufgabe hier, dann nehmen wir vielleicht die jetzt an. Makassar im Besitz von Spanien, weil wir ja hier unten schon eine Kolonie haben. Und dann können wir hier noch weiter uns ausbauen. Und wir schauen mal, ob die irgendwelche Verbündeten haben. Offenbar nicht. Die sind ganz alleine. Das heißt, wir haben ja mittlerweile jetzt auch durch Neapel relativ viel Transportschiffe. 25 Stück. Wir schippern da jetzt einfach mal 25 Stück rüber. Vorzugsweise die mit dem Anführer. Wo ist denn unser Anführer? Ist er noch hier unten irgendwo? Da ist er. Da brauchen wir jetzt keinen Anführer. Wir haben noch irgendwo einen Anführer. Hier vielleicht. Irgendwie geht mir ein zweiter Anführer ab. Na gut. Also, wir setzen da mal einen Anführer rein. Und zwar den guten natürlich, den Guillermo. 2 Sterne. Dann spalten wir noch 3 Regimenter ab. Ziehen die hier rüber. Und die anderen gehen hier mal an Bord der Transportschiffe. Und segeln hier mal munter runter. In der Zwischenzeit heben wir unseren Unterhalt wieder an. Die Burgen können wir ja unten lassen, das passt schon. Die Stände, Klerus und Adel fordern mal wieder. Das ist ja nervig. Stände. Dann geben wir denen einfach wieder was. Also, falsche Taste. Klerus und Adel bekommt was. So, dann ist die Meldung hier hoffentlich auch weg. Genau. Unruhen stehen auch bevor. Das kommt noch dazu. Oh, wieso haben wir denn hier nochmal... Moment. Was ist hier los? Ah, die habe ich hochgeschickt. Wir haben ja doch hier mehr. Oh, wir haben ja hier 40 Stück. Dann holen wir uns die anderen 3 wieder zurück. Ah, wir haben hier 40 Stück Transportflotte. Kann das sein? Ja. Weil da die von Neapel mit dabei waren. Okay. Leichte Koordinationsschwierigkeit, aber zu Anfang ist das ja erlaubt. Gut, die sind jetzt an Bord, oder? So, die sind an Bord und mit denen... Oh, wir brauchen ja noch einen Claim, den habe ich ja ganz vergessen. Aber den können wir ja mal fabrizieren, während wir hier runter tuckern. Dann landen wir hier an. Unser Diplomat. Wir haben 2 Diplomaten und wir müssen natürlich die Mission vorher noch annehmen. Die habe ich ja ganz vergessen. Spionagenetzwerk aufbauen. Mission annehmen. Stützpunkt auf den Gewürzinseln. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was an den Gewürzinseln so gut ist. Ist das, weil da die Handelseffizienz so hoch ist? Oder was ist hier gut? Wir schauen mal kurz auf den Handelsbildschirm. Da ist ein wichtiges Handelszentrum plus ein Umschlagplatz mit 6,5. Gar nicht mal verkehrt hier. Okay. Und wir sind ja sozusagen auch Händler. Was ist das denn hier oben? Oh, hier oben gibt es nochmal extra Punkte. Gewürzinsel, Handelsgüter plus 3. Da ist, wer ist denn da drauf? Ternate. Und hier unten, oh, das Osmanische Reich hat sich hier schon angesiedelt. Oder fängt gerade an. Eieieiei, da müssen wir ja schnell jetzt reagieren. Oh, ärgerlich. Hier oben ist schon weg und hier unten auch schon weg. Tidore. Die Gewürze, die du da bekommst, geben super Boni, schreibt der Vendros. Okay. Hallo, hallo, Gumba. Ha, aber die hier sind ja hier, die Plätze sind schon weg, leider. Und andere gibt es hier nicht. Das ist etwas schade. Wir könnten jetzt theoretisch auch noch hier, wenn wir schon da sind, könnten wir ja gegen Tidore noch Krieg führen. Dann schicken wir unseren 2. Diplomaten hierher. Der soll hier auch aufbauen. Und dann kolonisieren wir hier. Wie sieht es denn bei unseren anderen Kolonien aus? Da würde ich fast sagen, wir ziehen einen der Kolonisten ab hier. Da haben wir einen. In Australien haben wir 2. In Grönland haben wir einen.
In Australien haben wir sogar drei. Dann ziehen wir den mit 499 ab und ziehen den dann hier hoch, würde ich sagen. Und dann holen wir uns die Dore. Das Osmanische Reich ist etwas doof. Und hier oben, Ternate, können wir ja auch noch mitnehmen dann. Okay, das machen wir dann im Anschluss. Dann marschieren wir hier mal durch. Wir könnten ihn ja, wenn wir ihn zum Vasall machen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hier haben wir noch Buton. Okay, also erstmal fabrizieren und runterschicken. Die Mission habe ich schon angenommen, das ist gut. Jetzt ist irgendjemand gestorben. Unser militärischer Berater, oh, wieso hat der denn den silbernen Rahmen? Plus 3, plus 2, plus 1. Dann nehmen wir den plus 2, oder? Disziplin plus 5 ist jetzt nicht sowas, was wir brauchen unbedingt. Unterhalt minus 10% wäre auch gut. Aber momentan plus 65, obwohl die Armee voll einsatzbereit ist. Huiuiui, Mann, ich bin vielleicht zu knickrig. Vielleicht sollten wir uns doch auch mal den guten leisten. Plus 3, damit wir wieder mehr Punkte aufbauen. Dann machen wir das jetzt. Wir leisten uns den teuren. Und wer ist das hier? Oh, das sind die, die haben jetzt Verluste. Okay. Dann unser Konquistador, ne? Der ja uns immer Probleme macht. Was machen wir mit dir? Mit dir? Wir müssen mit dem Inka-Reich nochmal hier verhandeln. Wieso können die uns so gut leiden? Angesehener Stamm. Seltsam. Das sind ja nicht die gleichen, die wir hier oben ausrotten. Das sind die Maya dann wahrscheinlich. Also, wir holen uns keinen Militärzugang, weil wir momentan keinen haben. Wir könnten hier, von Österreich ziehen wir jetzt unseren ab und verhandeln mit denen, damit unser Konquistador hier endlich mal fertig wird mit dem Erkunden. Hallo, let's mo! Und schicken die mal hierher, Militär... Nein, Moment. Hä? Militärzugang aufkündigen? Wieso gehst du hier nicht hoch? Du kannst doch jetzt hier hochgehen. Was ist dein Problem hier? Du kannst doch komplett hier hochlaufen. Das verstehe ich nicht. Gibt es hier nichts mehr zu entdecken? Auf der Dings? Ist das alles hier vielleicht nur noch so Ödland? Dschungel ist in dem Fall. Savanne, Dschungel. Weil wir können ja, wir werden nicht mehr behindert. Wir könnten theoretisch hier durch, aber wenn ich hier drauf gehe, dann macht er nichts. Hawk sagt, weil er fertig mit dem Erkunden ist. Ah, so, dann müssen wir ihm, dann bringen wir ihn mal hier hoch. Ganz hier hoch. Und schauen dann, dass wir ihn vielleicht abtransportieren in Richtung Afrika. Kann man in Afrika auch noch irgendwie was erkunden? Ist der überhaupt jetzt noch sinnvoll, der Konquistator? Oder hier oben? Hier oben sind wir, glaube ich, auch schon fertig. Jedenfalls ist er ja freiwillig hier runtergegangen. Oder können wir den auflösen? Brauchen wir den nicht mehr. Oh, wir müssten schon einen Anspruch haben, weil wir die Mission angenommen haben. Das wäre ja super praktisch. Super gut. Anspruch. Wir schauen mal auf Krieg erklären. Tatsächlich. Wenn ich euch nicht hätte, das gibt's ja nicht. Ihr seid ja, das ist ja Wahnsinn. Also dann ziehen wir den Diplomaten nochmal ab. Den brauchen wir hier nicht. Sobald deine Kolonien nicht mehr zu deinem Staat gehören, also frei sind, verlierst du bestimmt die Hälfte deines monatlichen Gehalts. Das wollen wir ja verhindern, dass die sich frei machen. Und das wird offenbar immer schwieriger. Wir reduzieren mal die Zölle. Oh, wir haben ja wieder überhaupt keine Punkte mehr. Eieiei. Und auch kein Prestige mehr. 20 Prestige. Eieiei.
Das wird immer schwieriger, ja? Ist es denn überhaupt möglich, dass wir die Kolonien beibehalten? In Afrika können wir den Konquistador noch rumlaufen lassen, sehe ich gerade. Das heißt, wir schippern den mit der nächsten Transportflotte rüber. Genau, und in Südamerika sind wir offenbar fertig. Ja, da schauen wir mal, ob wir da Extended Timeline spielen, Drache Gamer. Ist ja jetzt auch schon so, mittlerweile wird schon etwas zäh, weil das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist Krieg führen und ein paar Gebiete erobern. Soll da jetzt noch großartig kommen? Die 200 Jahre. Und wenn ich mir überlege, wir würden dann nochmal ein paar hundert Jahre dranhängen. Gut, da könnte man das Startdatum dann auch etwas später machen. Vielleicht schaue ich mir den Mod einfach mal an. Sind da dann auch die ganzen Ideen oder so angepasst für die Neuzeit oder ist das dann, bleibt das gleich? Das wäre nämlich ein bisschen schade, wenn es dann gleich bleibt. Was, von den reichen Goldminen? Ah, sehr gut, 240. Und wir haben auch viel zu viel Geld, sehe ich wieder. Wir müssen noch irgendwie Geld auf den Kopf hauen. Mit Gebäuden am besten. 0,06, hier haben wir eine Universität, die ist neu. 0,21, 0,13, 0,18 nehmen wir mal mit. Ja, oh, da sind noch zwei. Okay, gut, dann warten wir mal, bis unser Segelschiffchen hier runterkommt. Schneller! Können wir eigentlich Kolonien zu Vasallen können wir nicht machen, oder? Irgendwie so umfunktionieren, damit die kein Freiheitsstreben mehr haben. Und dass wir die irgendwann dann integrieren. Das wäre auch gut. So, wo ist unsere? Die ist immer noch hier. Wo? Ah, die hat ja ewig weit zum Segeln hier. Heieiei. Wo ist sie denn jetzt? Die braucht schon ordentlich lang. Vorbei an Malakka. Ich glaube auch, wir breiten uns viel zu viel aus mittlerweile. Wir haben so viele kleine Fleckchen und überall. Was? Eines unserer Schiffe ist gesunken. Oh, wir haben ein Schiff verloren. Uiuiui. Okay. Na, aber gerade so machen sie es noch hier zu unserer Kolonie. Gott sei Dank haben wir die hier. Gut, die sind jetzt angekommen. Ja, sind angekommen. Dann lassen wir die nochmal kurz aufstocken. Mittlerweile weiß ich ja, wo hier die Gesamtzahl steht. Das sollte relativ schnell gehen. Gut, und dann machen wir uns hier hoch auf, dann können wir ja schon mal rüberschippern und können dann auf dem Weg Krieg erklären und dann gleich raufmarschieren. So, das reicht ja eh, die haben ja sowieso nichts. Die können ja auch nichts, Mensch. Ich bin da immer viel zu ängstlich. So, rein in die Floressee. Die haben, oh, 11.000 haben sie. 11.000 haben sie. Hier können wir nicht anlanden auf unbenutzten Terrain. Wir können nur dann hier. Dann machen wir hier mal Krieg erklären. Ich schaue nochmal ganz kurz in den Chat, ob ich alles wieder verkehrt mache. Wenn deine Kolonien freikommen, hast du einen permanenten Kriegsgrund, da sie eine deiner ehemaligen Provinzen haben, die du ja kolonisiert hast. Ah, okay. Aber können wir denn Kolonien auch zu Vasallen machen? Das ist die Frage. Und während ihr das klärt, erkläre ich den Krieg, die Eroberung von Makassar. Huck. Und gehe mit unseren Leuten an Land, 28 gegen 11.
Wir marschieren mal hier rüber, sicherheitshalber. Oh, was ist da denn los? Okay, das gewinnen wir offenbar. Er hat leichte Schiffe hier. Huiuiui. Das haben wir gerade noch gewonnen hier, Mensch. Huiuiui. Das wäre natürlich jetzt oberdoof gewesen. Wie lange braucht ihr eigentlich, um hier an Land zu gehen? Deswegen hasse ich Seegefährte. So, wir bringen euch wieder zurück nach Timor, damit die nicht untergehen. Wir können vielleicht, wobei wir haben ja genug, 29. Dann bauen wir noch hier kurz ein kleines Transportschiff hier und dann sind wir wieder bei 30. Okay, wenn wir die Kolonien, nachdem sie sich frei gesagt haben, wieder erobern, dann können wir sie vassalisieren. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit. Lass deinen Schiffen auch mal Zeit, dass sie sich reparieren können. Jawohl, machen wir. Warte, es gibt keine grafischen Unterschiede, nur dass du auch in Afrika Kolonien erstellen kannst. Von was sprichst du jetzt, Let's Move? Von der Mod hier, die bis in die Neuzeit geht. So, hier sind wir gleich durch. Und hier haben wir halt jetzt wahrscheinlich dann den Mali, wenn wir rübergehen. Ja. Aber ich denke mal 28 gegen 11. Er hat zwar auch 2 Sterne, General, aber wir probieren es einfach mal. Attacke! Das ging ja wahnsinnig schnell jetzt. Das war ja überhaupt kein Problem. Okay. Ich hoffe, doch, die Mission habe ich angenommen. Nicht, dass es mir so geht wie bei der Reconquista, dass ich hinterher die Mission erst annehmen will. Händler ist schiffbrüchig. Das ist Pech. Wir verlieren Dukaten. Ja, dann warten wir mal ab. Wir könnten theoretisch... Wo war denn hier? Hier wäre der Hafen. Hier Buton. Wir könnten bei Buton... der hat Verbündete mit Brunei. Wer ist denn Brunei? Die sind hier oben. Das ist alles Brunei. Okay, dann schauen wir mal kurz, was hier Brunei für eine Armee hat. Brunei hat 19.000. Ja, gar nicht mal so wenig. Dann machen wir das hier noch nicht, sondern kümmern uns vielleicht erst hier um den Bereich. Dann können wir nämlich unsere Kolonisten hier rüber schicken. Beziehungsweise, hier ist Tidore und hier oben ist Terranate. Die beiden können wir ja auch vassalisieren und dann integrieren. Dann spare ich mir die Kolonisten hier. Gut. Ich überlege gerade. Aber eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Ne? Wir können sie entweder integrieren oder wir können ihnen einfach die Provinzen abnehmen. Wieso? Was rede ich denn da? Vassalisierung? Natürlich nehme ich ihnen einfach die Provinzen ab. Da machen wir gar nicht lang rum. Und die Pause muss ich auch rausnehmen. Hallo, Kopduk. Dann müssen wir halt wieder... Ja, wir haben ja jetzt auch schon... Ich habe mal hier alles raus, was geht. Die Niederlande sind Papst. Und mit Schweden ist der Friedensvertrag ausgelaufen. Das ging ja schnell. Wir haben doch erst Frieden geschlossen. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Und nochmal 240 Gold. Das mit den Goldminen ist ja Wahnsinn. Da kommt immer ein stetiger Fluss an Kohle rein. Aber halt auch die Inflation steigt, ne? Habe ich von euch gelernt. Wobei, momentan 0,13 sinkt sie noch. Okay, Regimentsgeist. Das ist die richtige Einstellung. Verschleißarmee minus 10% können wir gerade gut gebrauchen. Hier wird noch gebaut, jawohl. Wir schauen mal kurz zu uns nach Hause, ob hier alles in Ordnung ist. Aber da müssen wir ja eine Nachricht bekommen, wenn es dann Probleme gibt. Die sind hier auch oben, das ist gut.
hat er hier 25 Schiffe, ne? Bodendiebstahl mal wieder. Was können wir denn hier wählen? Klerus gewinnt 15 Loyalität. Adel verliert Loyalität. Bei Loyalität ist ja so, da müssen wir mindestens 40 bleiben. Ah, der Klerus fällt dann. Der Adel fällt. Das ist beides wieder. Mist. Wir müssen also wieder, ja. Wir müssen wieder für Ausgleich sorgen. Oder? Kommt jetzt keine Meldung? Nö. Oh, 41. Ah. Na, Gott sei Dank. Eine neue Idee ist möglich bei der, bei dem militärischen. Und diesmal machen wir es auch, weil wir hier überall bei plus 5 sind. Was haben wir denn hier? Nahkampf-Armee-Anführer plus 1. Werden die Männer gut geführt, so werden sie folgen. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Offiziere ihr Kommando von vorderster Front ausführen. Hallo, Mehmet ist wieder da. Dann, die Kaufleute wollen mal wieder Geld. Mann, 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 wir verziehen die alle so dermaßen, weil wir zu viel Kohle haben, geben wir die Kohle immer aus. So, wir sind hier durch, sind bei 100%. Ob ich jeden Tag stream? Eigentlich nicht. Also, wenn es halt gerade passt, dann schmeiße ich den Computer an. Aber am Wochenende jetzt zum Beispiel schaut es wieder schlechter aus. Da wird es erst am Sonntag oder Montag vielleicht wieder weitergehen. Je nachdem, wie es gerade passt. Also ich kann das immer nicht sagen. Wenn die Zeit ist, dann mache ich das gern abends. Gut. Das ist so wie ein Abendlehrgang eigentlich oder Abendschule für mich, weil ich lerne hier ja relativ viel. Plus, dass Abendschule hier mit Europa Universalis viel mehr Spaß macht. Dann holen wir uns mal die beiden. Zack. Und deren Geld, ui, die haben sogar jede Menge, 394 haben sie. Und wieder Koalitionen, da schauen wir uns mal den Koalitionsbildschirm an, wenn das durch ist. Wohlan, mein Freund. Dann schicken wir gleich mal unsere Missionare hier runter. Und unsere Schiffchen hier rauf, die können wir ja jetzt anladen. Wobei, wir warten hier kurz, bis das eine Schiff fertig ist. 16, 21 September. Kolonialversammlung mal wieder. Eieiei, verdächtig. Wer ist das? Spanisch-Brasilien. Ui, da wird es jetzt ordentlich rumsen. Spanisch-Brasilien. Oh, die sind jetzt bei. Ne, die sind bei 36. Eieiei. Da wird's jetzt, da müssen wir uns dann wahrscheinlich jetzt mal verstärkt darauf konzentrieren, dass wir die Kolonien wieder zurückholen. Ich will die keineswegs aufgeben. Die müssen spanisch bleiben, auf alle Fälle. So, jetzt ziehen wir hier hoch. Können wir noch Kernprovinz machen. Eine. Mann, 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 Mann. Sollen wir vielleicht den Fokus? Da haben wir eh schon 10. Da hätten wir dann 12, ne? Und bei den anderen wären es noch weniger. Ne, wir lassen das. So, und jetzt müssen wir uns hier um Tidore kümmern. Da ist ja unser Diplomat schon. Und anschließend um Ternate. Dann schicken wir hier auch schon mal unseren Diplomaten. Haben wir jetzt eigentlich die Mission erfüllt? Und was haben wir dafür bekommen? Kolonisiert Osttimor. Wo ist denn Osttimor? Osttimor gibt es noch gar nicht. Weiß jemand, wo Osttimor ist? Das ist ja blöd, da man da nicht nachschauen kann. Ich weiß noch nicht, Drache Gamer, ob ich Extended spiele. Wann ich spiele. Ich will mir die Mod erstmal anschauen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ob das was wird. Osttimor, lassen wir erstmal gehen. Wir hier oben schicken wir unseren Spion. Wir sind hier gleich fertig mit 20. Das passt.
Wieso können wir jetzt hier nicht? Weil da der Missionar ist. Aber der sollte ja relativ schnell durchgehen mittlerweile. Wo ist er denn? 21 und 24 haben die gerade mal. Wird es eigentlich billiger, wenn wir vorher unseren Missionar in die Provinzen schicken zum Konvertieren? Und wenn die dann katholisch sind, wenn wir die dann zur Kernprovinz machen, macht das die Sache etwas billiger? So, dann fahren wir schon mal hier rüber.